die unsägliche, wirkliche Wirklichkeitserfahrung mit der gleichzeitigen Empfindung der Aphanesis, des Fadings, des Verschwindens, des Sich-Verschwinden-Machens funktioniert doch perfekt. Denn sie gemahnt daran, dass nur in diesem unwiederholbaren Augenblicklichkeitsmoment, der nicht wiederkehren wird und kann, jener Moment gegeben ist, in dem etwas zuschlagen wird oder eben auf immer verpasst gewesen sein würde. Und dafür ist das Ganze ja konstruiert. Durch Auswurf, durch Zelebration des ursprünglichen Verlustmoments, des tatsächlich authentischen, das erst nach diesen Wirkmomenten, in denen allein etwas geschehen kann, sich wieder einstellen würde. Oder eben auch nicht.